der Friedensbewegung gezeigt. Andererseits haben sie gesagt, dass sie die Gleichsetzung von Ost und West ablehnen. Also, dass Russland sich nur wehrt, und das müsse man verstehen, haben dann allerdings gesagt, Russland darf seine Friedensbewegung nicht so unterdrücken und sowas. Also, das war so ein ewiges Hin und Her, und sie konnten sich nicht entscheiden, welche Haltung sie jetzt eigentlich annehmen wollten. Wo ganz klar ist, dass das aus der unklaren Theorie über die Ostblockstaaten her resultiert. Wenn man sich nicht sagt Staatskapitalismus, sondern fortschrittliche Staaten, dann hat man das Problem, dass man dann denkt, man muss die verteidigen. 1969 kam es zur Gründung vom Spartakusbund. Der Spartakusbund, das war halt nur eine Abspaltung von der Gruppe internationaler Marxisten, und die spaltete sich immer weiter. Also 1975 gab es dann eine internationalistische Tendenz, dann gab es die Kompass-Tendenz und die leninistisch-trotzkistische Tendenz, und alle drei Tendenzen waren nicht in der Lage, die Mehrheit für sich zu gewinnen, dass man sagen könnte, okay, also unser Teil hat jetzt das Mandat der Mehrheit und wir können die Partei jetzt führen, sondern die mussten damit klarkommen, dass sie drei Teile in einer Gruppe hatten, von denen keiner in der Lage war, die Mehrheit für sich zu entscheiden. Und da gab es dann also wirklich obskure Sachen. Dann gab es natürlich noch diejenigen Organisationen, die zum Internationalen Komitee gehörten. Also das heißt, die Sektierer sind. Sektierer heißt, du bist sektierisch auf deine Theorie fixiert und predigst die immer und immer wieder und guckst überhaupt nicht, ob die überhaupt noch auf die Welt zutrifft, die um dich herum existiert. Also du hängst dich quasi daran auf wie an einer Religion und machst dir keine Gedanken mehr über die Welt. Die Spartakist-Tendency ist auf Initiative aus den USA entstanden. Das war halt eine Gründung von außen. Also es ist keine Gruppe, die sich hier gegründet hätte oder sich hier aufgebaut hätte. Und sie ist immer noch sehr stark abhängig von den USA. Also selbst heute noch werden Mitglieder, bevor die eintreten, werden die erstmal in die USA in ein Schulungszentrum geschickt, wo man auch schon klar die Strukturen sehen kann. Also dass im Zentrum halt dieser Sektencharakter steht, wo man sagt, wir lernen unsere Theorie auswendig, ob die passt oder nicht, ist egal. Wo man das dann absolviert und einfach wiedergibt. Wir haben in Berlin ja auch die Spartakisten gesehen, die sich da immer wieder in Diskussionen eingemischt hatten und eigentlich immer wieder von was anderem geredet haben, nur nicht darum, wo es ging. Und die sind tatsächlich hingegangen und haben gesagt, Solidarność, das wäre die Lieblingsgewerkschaft von Reagan und von Thatcher gewesen, und sowas kann man nicht unterstützen. Also die haben tatsächlich die herrschende Klasse, die Bürokratie in Polen unterstützt und haben gesagt, Solidarność ist reaktionär, da steht ja sogar der Papst hinter. Das Problem war halt oft, dass Solidarność als Partei verstanden worden ist von allen möglichen Linken und nicht als Gewerkschaftsbewegung, wie wir sie aufgefasst haben. Wo man dann erstmal sagen muss, es sind Arbeiter, die kämpfen gegen ihre herrschende Klasse. Und das muss man auf jeden Fall unterstützen. Und natürlich haben die Scheiße im Kopf, wenn wir sagen, die herrschenden Ideen sind immer die Ideen der herrschenden Klasse. Natürlich glauben die dem Papst, natürlich glauben die irgendwelchen privatkapitalistischen Zeitungen zuerst mal. Aber sie müssen sich als Bewegung entfalten können, um diese Ideen in Frage stellen zu können. Und so einen Raum geben die Sektierer natürlich nicht. Das ist jetzt die spartakistische Tendenz, jetzt nur als Beispiel. Mit den anderen, was weiß ich, ob das jetzt BSA ist oder was noch, verhält es sich natürlich ganz genauso. Da ist dann der Einmarsch der russischen Armee in Afghanistan verteidigt worden, weil der diesen feudalistischen Staat endlich den Fortschritt bringen würde. Also dass da ganze Dörfer ausradiert worden sind mit Armeehubschraubern und Panzern, ist als Fortschritt gefeiert worden. Und so ging es eigentlich ewig weiter. 1982 gab es dann auch mal in der TLD eine kleine Spaltung. Die Endstation von der GIM war, die haben sich zusammengetan, das war ein Zusammenschluss von Trotzkisten und Maoisten, also was eigentlich schon gar nicht mehr zusammengepasst hat, zum VSP. Die machen politisch so große Zugeständnisse, dass sie halt mit Stalinisten maoistischer Referenz dann zusammengehen. Wohin umgekehrt die TLD sich immer mehr ins Abseits manövriert hat, also heute will ja keiner mehr denen überhaupt was irgendwie abnehmen oder zuhören. Also es ist nach wie vor eine kleine Splitterpartei, die nur auf Anweisungen von den USA reagiert, weil die selber irgendwie gar nicht tätig werden dürfen. Die Zeitung ist hauptsächlich von da übersetzt. Die haben sich also wirklich völlig isoliert. Und diese beiden Extreme gibt es halt. Jetzt aus den Gruppen vom Internationalen Komitee gibt es dann halt noch die Internationale Arbeiterkorrespondenz, die später zum Sozialistischen Arbeiterbund wurde 1971, die aber jetzt nicht so groß interessant ist, dass ich die großartig erwähnen will. Es gibt dann natürlich noch verschiedene Abstufungen. Also das, was hier unten übrig geblieben ist von diesen ganzen trotzkistischen Organisationen, das ist ein minimaler, kleiner Ausschnitt davon. Aber was man sagen kann, ist, dass konsequent die Fehler, die Trotzki begangen hat, bis an ihr bitteres Ende ausgelebt worden sind, anstatt mal das Gehirn einzuschalten. Also mit Fehler ist jetzt gemeint die Gründung der Vierten Internationale. Der andere Fehler, den die orthodoxen Trotzkisten zu verantworten haben und nicht Trotzki, ist, dass die Theorie vom degenerierten Arbeiterstaat nicht weiterentwickelt worden ist, weil das war quasi immer der Knackpunkt, an dem die Spaltungen passiert sind, an dem der Untergang von ganzen Tendenzen passiert ist. Hatte man
man ein neues Land, was staatskapitalistisch war. Wie gesagt, man würde sich darüber unterhalten, ist das jetzt ein degenerierter Arbeiterstaat, ist das ein deformierter Arbeiterstaat, gab es einen Arbeiteraufstand irgendwo in staatskapitalistischen Ländern, unterstützen wir jetzt die Arbeiterklasse, unterstützen wir die Bürokratie. Das war alles nie klar und natürlich musste, wenn eine Theorie nicht weiterentwickelt worden ist, obwohl schon von ihrem Begründer gesagt worden ist, das ist nur ein Provisorium, also sobald sich die Realität weiterentwickelt, muss auch die Theorie weiterentwickelt werden. Wenn man das unterlässt, steht man natürlich immer wieder vor dem Problem, dass die Realität einem mit aller Brutalität ins Gesicht schlägt und man auf diese Fragen, die in der Welt gestellt werden, keine Antworten findet. Und natürlich bricht das immer wieder auseinander. Das ist eine Erfahrung, die hätte man eigentlich seit der ersten Internationale haben müssen. Die ist auseinandergebrochen, als auch in der Welt was passiert ist, nämlich die Pariser Kommune 1871. Da waren plötzlich tausende von kleinen Parteien, die sich vereinigt hatten, zuerst Internationale, die aber alle eine andere Weltsicht hatten, brachen auseinander, weil sie alle ganz verschiedene Antworten hatten auf dieses Ereignis, die Pariser Kommune. Natürlich kann so eine Organisation keinen Bestand haben. Das ist eine Lehre, die man damals hätte schon ziehen müssen, die orthodoxen Trotzkisten aber nach dem Zweiten Weltkrieg leider nicht gezogen haben. Und deshalb war für uns die Staatskapitalismustheorie und auch die Theorie von der permanenten Rüstungsökonomie so wichtig, dass unsere Tendenz